So Leute, willkommen beim sehr wahrscheinlich letzten Part von diesem Let's Play und let's begin. So, ich hoffe, ich werde in dem Level nicht zu oft failen. Das Level an sich ist aber richtig geil gemacht. Moment, ich glaube hier... Ne, reicht nicht. Gut, dann muss ich kurz die Kiste verschieben. Ah. Moment. So. Gut. Yo, wenn der Part länger dauern sollte wie 15 Minuten, ist das auch egal. Das wird der letzte Part sein hier. Auch wenn es länger dauert. So. Jetzt muss ich noch hier runter. So, mal gucken, ob ich das jetzt... Gut, hat geklappt. Ich hoffe, ich vergesse die Münzen nicht. Weil ich weiß gar nicht mehr genau, wo das alle sind. Aber hier müsste eigentlich keine mehr sein. So. So. Jetzt kommt das Geilste. Spider Mario. Gut, hier müsste auch noch eine sein. So, Number 4. Zack. So. So, jetzt hier ist eine, die ist kacke. Der. So. Gut. Gut, das haben wir. So, hier hoch. So, die letzte, die ist ganz am Schluss. Und jetzt müsste ich nur noch eine finden. Und da ist die auch schon. Gut, dann haben wir keine vergessen. Zack. So. Und jetzt einfach noch zum Schluss. So. Da geht's weiter. Da ist auch schon der Schluss. Ging eigentlich relativ flott. So, jetzt muss ich noch die hier unten holen und zack, da ist er. Der letzte Stern des Spiels. Und zack. Gut. Und da ist er, der 120. Stern. Yeah. So, jetzt hoffe ich, ich werde bei Bowser nicht failen. Der letzte Kampf. Ja, bla bla bla. Gut. So. So, jetzt werde ich ja wahrscheinlich hier beim Werfen eine Zeit brauchen. Ah, der war doch ganz okay. Oh, shit. Oh, scheiße. Der war schlecht. So. Und... Zack. Oh, scheiße. So, aber gleich wieder gepackt. Und das war's. Zack. Ging doch ganz flott. Ah, gut.
Ich glaub's nicht, du hast mich besiegt. Wie kann das nur geschehen? Meine Truppensterne. Und da ist er, der letzte Stern. Der eigentlich gar nicht wichtig zählt, aber egal. Boing. Und da fliegen wir hin und furzen gelbe Sterne aus. Und da oben links ist übrigens Yoshi, das zeige ich euch später dann noch. Und die Prinzessin ist einfach fast doppelt so groß. Mario! The power of the stars is restored to the castle. And it's all thanks to you. Thank you, Mario. We have to do something special for you. Oh. Here we go. Listen, everybody. Let's bake a delicious cake for Mario. Oh, jetzt habe ich gerade was im Hals. Ich weiß, ich bin ein Stimmungskiller. Aber die Musik ist genial, irgendwie. Ach ja, die Credits, die haben wir uns verdient. Oh. Ja, kurzes Fazit zu dem Spiel, es ist einfach nur der Hammer. Also, auch wenn man nicht so Nintendo-Fan ist oder was auch immer, spielt es. Es ist einfach unglaublich geil irgendwie und die Musik ist episch, das Gameplay ist episch. Und ja, viele sagen ja auch, es ist das beste Mario aller Zeiten. Ich gehöre mehr oder weniger dazu, ich finde es ist eins der besten. Also von den 3D Marios finde ich es das beste. Von den 2D gibt es dann aber auch noch ein paar coole. Und ja. Ich empfehle euch aber das richtige Spiel zu zocken am N64 oder auf der Wii runterladen oder so. Weil beim Emulator, wie man gesehen hat, hat es manchmal Störungen und die Münzen werden erst extrem spät angezeigt und solche Sachen. Also ja. Naja, aber ich finde auch, wenn man es so vergleicht mit anderen Spielen, die Levels, die sind eigentlich größtenteils extrem abwechslungsreich.
und immer wieder mal was anderes. Also lohnt sich wirklich mal das zu zocken. Vor allem denken sie, es ist nicht, es spielt sich irgendwie leicht. Man erhält, man hat so schnell eine relativ große Anzahl an Sternen. Und das macht trotzdem Spaß, es ist übelst langzeitmotivierend. Und ja, einfach geil. So, und hier die einzigen 4 Bewohner oder 5 Bewohner des Schlosses. Also unnötig großes Haus irgendwie. Vielen Dank. Thank you so much for playing my game. Ja. Ich weiß gar nicht, kann man jetzt eigentlich Start drücken? Nee, Spiel ist quasi zu Ende. Ja. Ich zeige euch noch kurz etwas, wenn was man nur erhält, wenn man 120 Sterne hat. Und ja, bis dann muss ich kurz den Emulator neu starten und den Spielstand laden. Also, bis gleich. It's me, Mario. Ja, it's me. Okay, so. Ich hoffe, das hat es jetzt gespeichert. Ja. So, jetzt haben wir hier 120 Sterne. Und auch keine Extra-Leben mehr. So, jetzt ist hier nämlich die Kanone offen. Zack. Die geht nur, die ist nur offen, wenn man 120 Sterne hat. Und jetzt kann man sich aufs Dach rauf katapultieren. Juhu. So, hier hat so mal 3 extra Leben und den guten alten Yoshi. So, was hast du denn? Hey Mario, seit unserem letzten Abenteuer ist viel, viel Zeit vergangen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Man erzählte mir, dass ich dich hier treffen könnte, aber ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ist es wahr, du hast Bowser besiegt und alle schon Powersteine zurückerobert? Unglaublich. Ja. Der spricht einfach noch ein bisschen so Danke aus quasi. Und man kriegt jetzt oben links, seht ihr es, 99 extra Leben, so viel wie überhaupt geht. Das mit dem, es ist schon lange her, dass wir das letzte Mal, 100 geht sogar, als wir das letzte Mal ein Abenteuer beschritten haben, bla bla bla, von Yoshi, das ist, weil das letzte Spiel, glaube ich, Super Mario World war und das ist für ein NES rausgekommen, so viel ich weiß. Und das war das letzte Spiel, wo Yoshi vorkam. Das war dann doch schon eine Weile her. So, jetzt kann man hier auch noch rumfliegen und alles. Aber ansonsten kann man hier eigentlich nichts machen. Juhu. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Und ja, wir sehen uns dann im anderen Let's Play. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, was ich als nächstes von Nintendo oder so oder zocken soll. Ich habe nämlich ehrlich gesagt im Moment noch nicht so die Idee. Ich hatte die Idee Paper Mario, weil das ist auch ein übelst geiles Spiel. Ja, da keine Ahnung. Schreibt einfach mal was rein, was ich Let's Playen könnte von Nintendo, und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play und bis dann.